Hola Insektenfreunde! Ja, wie ihr seht, bin ich hier nicht in Stuttgart, sondern sitze vor Montaña Roja. Das ist in El Medano, genau in Teneriffa. Und ja, für mich ist das ein bisschen mehr wie Urlaub hier. Und zwar habe ich hier für ein paar Jahre gelebt. Und ich muss sagen, ja, in der Zeit, wo ich jetzt nicht hier war, hat sich wirklich viel verändert. Der Tourismus hat zugenommen. Es gibt auf einmal Staus auf der Autobahn. Und wenn ich ins Meer rausgucke, sehe ich Ölbohrinseln. Das war früher ein bisschen anders, die Leute waren ein bisschen gechillter. Shell war nicht direkt daneben und ja, man hat sich einfach ein bisschen wohler gefühlt. Aber nichtsdestotrotz suchen wir heute hier Asseln, deswegen bin ich hier. Ich zeige euch mal, wo man auf Teneriffa Asseln finden kann und wie man die findet. Und ich möchte auf das Thema eingehen, warum ich meinen Lieferanten gewechselt habe. Das war ein Thema im Netz und deswegen möchte ich dazu auch heute mal Stellungnahme nehmen. Aber jetzt zurück zu den Asseln. Ich zeige euch mal, wo man die Asseln hier finden kann. Ja, hier in Medano selber werden wir keine Chance haben, Asseln zu finden. Ja, ihr seht, das hier ist der Bodengrund. Ja, und die Niederschlagsmenge im Jahr beschränkt sich auf 3 bis 4 Regentage und die sind im Dezember. Ich habe es selbst erlebt. Das Grün hier, das ist Salzkraut, das ernährt sich von der Luftfeuchtigkeit vom Meer. Also es ist wirklich sehr robust, sehr widerstandsfähig und kann auch wirklich ohne Regen auskommen. Aber wir machen jetzt Folgendes. Ja, seht ihr die Wolken da im Hintergrund? Das sind Wolken, wo Richtung Osten wandern. Ja? Durch den Ostwind bekommen die einen Auftrieb und hier ist ein ganzen Wolkenstrang entlang. Und den folgen wir und der wird uns zum La Orotava-Tal führen. Das ist hier das fruchtbarste Tal, da regnet es fast täglich. Und es gibt dort auch seltene Orchideenpflanzen. Und dadurch gehe ich mal davon aus, dass wir da auch mit Sicherheit ein paar Asseln finden werden. Ja, wir sind fast da. Wie ihr sehen könnt, hinter mir ist das La Orotava-Tal. Ihr seht auch diesen Dunst, wo da drüber ist, wie ich es euch vorher gesagt habe. Ja, hier sammeln sich die Wolken. Es sind noch nicht so viele, dass es regnet, aber das wird im Laufe des Tages mit Sicherheit passieren. Dieser Hügel da hinten, das ist der Teide, das ist der höchste Berg Spaniens, das ist ein Vulkan. Der hat so ca. 3400 Meter. Und wir werden jetzt in dieses La Orotava-Tal reinfahren. Da werden wir so bei ca. 300 bis 400 Höhenmeter werden wir nach Asseln suchen. Und ich bin guter Dinge, dass wir die auch finden. Dann bis später. Tschüss! Ja, wir sind hier und wie ihr sehen könnt, haben wir hier richtigen Waldlaubhumus. Und ich habe ein Glas mitgenommen, wo man die Asseln reintun, wenn wir welche finden. Und ich habe gedacht, jetzt füllen wir das zuerst mal mit ja, diesem Laubwaldboden. Tragen wir einfach ein bisschen was ab, nehmen auch ein paar Blätter mit rein, ein bisschen Holz, sodass wir einfach eine gute Basis haben für die Asseln. Ihr seht auch, das ist richtiger dunkler Boden, der auch richtig feucht ist. Also hier muss es auf jeden Fall Asseln geben, aber das sehen wir ja gleich. So, das reicht. Noch ein bisschen Laub oben drauf, damit sie sich verstecken können. So, und jetzt schauen wir mal nach ein paar Asseln. Aus meiner Erfahrung raus findet ihr hier die Asseln nicht unter Steine oder unter Totholz, sondern unter solchen Verstecken, unter solchem Laub und Holz und ja, Moosverstecken. Und zwar ist da relativ feucht drunter und in der Regel finden wir da ein paar Rollasseln, die da einfach tagsüber sich verstecken und nachts rauskommen, um Nahrung zu finden. Jetzt gucken wir mal, ob wir an der Stelle auch Glück haben. Ihr könnt es auf jeden Fall sehen, dass es hier ein bisschen feuchter wird. Es wird dunkler. Hier seht ihr auch eine Rollassel. Seht ihr die hier im Bild? Und da ist daneben direkt nochmal eine. Ich gebe die euch nachher nochmal in einer Großeinstellung, dass ihr es besser sehen könnt. Da waren jetzt 2 Stück, da ist nochmal eine. 3 Stück an dieser einen kleinen Stelle. Ja, und so könnt ihr hier einfach auf Asselsuche gehen. Also es ist wirklich anders wie in Deutschland, dass ihr da irgendwie Bäume rumdrehen müsst, ja, oder Steine, sondern die findet ihr wirklich unter solchen Häufchen tagsüber, und nachts ja, könnt ihr einfach eine Taschenlampe mitnehmen und sie auflesen. Da findet ihr sie dann bei der Nahrungsaufnahme. Ja, und jetzt mal kurz zum Thema Lieferantenwechsel. Ich glaube, das Beste, was es beschreibt, ist, ich bin ein Züchter und der andere war einfach nur ein Händler. Ja, und ich habe einfach Bock, Asseln zu züchten und ja, zu gucken, was kommt eigentlich dabei raus. Na, gibt es verschiedene Farbmorphen? Kann ich die rauszüchten? Ich möchte auch meine Haltungsberichte im Blog einfach vertiefen und euch da einfach nochmal mehr Informationen geben oder auch selber irgendwie merken, hey, ein anderes Bodensubstrat oder bei der einen oder anderen Art mit Eierkartons zu arbeiten, wäre sinnvoller. Deswegen, oder es ist ein Grund auf jeden Fall, warum ich mich dazu entschieden habe, meine Zucht auszufahren. Also all diejenigen, die schon öfters mal meine YouTube-Videos verfolgt haben, die wissen ja, ich wohne in Stuttgart und zwar mittendrin in der Stadt. Und ja, meine Wohnung lässt einfach nicht zu, dass ich da jetzt großartig ja, eine Vielzahl an Boxen habe. Deswegen habe ich mir Räumlichkeiten gesucht, ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Und wir haben da was Tolles gefunden gehabt. Und das habe ich euch ja im letzten Video präsentiert. Und da geht es jetzt los mit der Zucht. Und ja, wie gesagt, deswegen brauche ich auch keinen mehr, der jetzt irgendwie, ich weiß nicht, auf Messen oder bei Züchter irgendwelche Asseln einkauft und sie dann umetikettiert und sie wieder an andere weiterverkauft. Mir blutet da selber das Herz. Ich möchte die Asseln selber behalten, ich möchte die in Boxen reintun, ich möchte die züchten und dann die Nachzuchten, wenn ich genug habe, euch verkaufen. Und nicht irgendwie von der linken Hand in die rechte rein. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und das ist auf jeden Fall mal ein Mitgrund, warum ich den Schritt gegangen bin. Ein anderer Grund war einfach, ja, dass es irgendwie gar keine Partnerschaft auf Augenhöhe war. Ne? Also wenn er denkt, das ging irgendwie 50-50 bei uns, ja, da habt ihr weit gefehlt, das war so nicht. Und es ist ja so, dass er hinter meinem Rücken bei eBay weiterverkauft hat an irgendwelche Kunden an mir vorbei. Es ist auch so, dass er an Kunden verkauft hat, die über meine Webseite gekommen sind, hinter meinem Rücken, ohne dass ich dafür Provision bekommen habe. Das waren Dinge, die mich richtig angekotzt haben und wo einfach ja, mit dazu geführt haben, dass ich den Schritt gegangen bin. Und ich möchte einfach nicht, dass es einseitig ist. Im Endeffekt wollte ich da überhaupt gar nicht drauf eingehen. Ich meine, jeden Tag finden überall irgendwo ein Lieferantenwechsel statt und kein Hahn-Kräht danach. Aber wenn man dann übers Netz irgendwie rumjammert und denkt, man muss die Kunden abziehen und irgendwie irgendwas Komisches erzählen, dann muss ich dazu auch Stellungnahme nehmen und die Sache auch richtig stellen. Ja, danke, dass ihr alle dabei wart bei der kleinen Rundreise auf Teneriffa. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ja, nicht vergessen, kommt jetzt nicht alle nach Teneriffa, weil, wie gesagt, hier gibt es wirklich genügend Touristen, das reicht. Und es wird einen zweiten Teil geben von dem Video, den drehe ich dann in Deutschland. Da zeige ich euch dann, wie man die Asseln unterbringen in einer Box. Da werde ich auch eine Box mal richtig präparieren, werde euch zeigen, wie ich da vorgehe. Das wurde ja im letzten Video auch mal gewünscht. Und ich werde euch weitere Gründe nennen, warum ich aus der Lieferanten-Marketing-Beziehung in eine brüderliche Partnerschaft gewechselt bin. Ich bedanke mich bei euch und ja, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.